Hallo Leute, ja, Folge Nummer 26. Wir hatten Erlangen mit dem Schiff korrigiert, haben noch ein weiteres Boot auf die Route gebracht und jetzt müsste man eigentlich mal gucken, wie geht es denn hier so bei Vinh Nghe los? Das haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, schon mal reingeguckt. Hier warten drei Passagiere, da fährt ja auch immer der Zug so schön, der da immer irgendwo wartet, bis endlich wieder welche kommen, glaube, so war das, ne? Hier sieht man das sehr schön. Leider kommt niemand und wenn der auch nicht hin und her fährt, ist natürlich auch nicht so dolle, ne? Hier 29 Passagiere, die da eigentlich passieren könnten, aber tut sich auch nichts. Bekommt er jetzt denn wenigstens mal einer? Sechs Passagiere. Wie viele Fahrgäste warten denn, bis der losfährt? Fahrplan ist 5%. 1% wären 6, mal 5 sind 30. Dann wird er ewig warten. Ich glaube, wir lassen den mal, wir ändern mal hier die Route auf 1%, glaube, das ist vielleicht besser, oder? Weil 5%, der fährt ja nie, wenn da immer so wenig kommen. Und wenn er nicht fährt, dann werden auch vielleicht gar keine Gäste garantiert nicht ge generiert. Wie sieht's hier bei dem aus? Keiner, ne? Okay, das heißt, die beiden Schiffe fahren da immer hin und her und hier warten 54, da haben wir uns ja drum gekümmert, denn die Sechse, wenn die drei Schiffe, die hier unterwegs sind, durch sind, bleiben Sechse über. Deswegen ist es wichtig, dass da noch was passiert. Hier sind drei, die da durch die Gegend fahren. Haben die welche? Ja. Vielleicht sollten wir hier gucken, dass wir hier diesmal eine Kutsche machen, oder? Ja, da sind auch welche. Hier müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht eine Kutsche dahin kriegen. Ich denke mal, das machen wir jetzt gleich nach dem Intro. So, also Lippstadt verbinden wir jetzt hier mit dem Schwandorf. Machen da einen schönen Haarlingens hin, sag schon schönen Bahnhof neben. Würde ich jetzt mal hier so hochfahren erstmal. Oder nicht? Ja, machen wir auf jeden Fall bis hier hin. Ah ne, ich weiß nicht, das ist vielleicht doch nicht so cool. Wo machen wir denn hier in Lippstadt die? Ah, das ist auch schwierig hier, ne? Vielleicht so raus. Vielleicht hier runter. Geht das so? Ne, doch geht so zu basteln. Oh, dann fährt er da hinten rum. Ne, das möchte ich jetzt nicht. Der soll schon hier vorne lang fahren, damit die Stadt nicht so geteilt wird, wenn, ne? Wenn sie für sich vergrößert. Ja, da ist erstmal gut. Jetzt müssen wir Gelände bewegen da. Ich glaube, wir machen hier einen runter, dann geht das schon. Dazu, das an. Nochmal an, das war jetzt nicht an. Und dann gehen wir hier so rüber, oder? Sehr schön, so eine Küstenbahn, ne? Ja, dann Bahnhof dahin. Zwei erreichen ja wunderbar hier, genauso wie da auch. Ja, der geht nicht, ist klar. So, da müssen wir leider hier einen Lokschuppen bauen. Da ist er. Und ich würde den. Ach, hier ist doch eine schöne Stelle. Da machen wir den Lokschuppen hin. So, und dann wählen wir den Zug aus mit den drei Anhängern. Kriegt er einen Fahrplan? Der Fahrplan soll eine Linie sein. Ist dann, das nennen wir jetzt mal hier Lippstadt. Das ist wunderbar. Ach so, Regionalzug ist es. Hafen, ne? So nennen wir den mal. Oh, jetzt habe ich hier irgendwas angemacht. Haben wir das drinne? Ja. Und dann hinzufügen und hinzufügen. Passt. Dann ist die Linie fertig. Das können wir so lassen. Regionalzug Lippstadt Hafen ist da und starten den. So, und dann können wir diese Linie hier ändern. Ändern den Fahrplan. Schwandorf, Lippstadt,
Rathaus weg, Lippstadt, Schwandorf weg, weil er braucht nur Lippstadt oder Xede Schwandorf. Der soll jetzt hier immer hin und her pendeln. Und am Ende ist es dann so, dass wir hier wahrscheinlich... Der fährt schon zurück, okay. Der fährt auch zurück, okay. Der fährt auch zurück, okay. Da kommt noch einer. Den kriegen wir noch nicht mit. Ah, super, das hat gut geklappt jetzt hier. Noch besser geklappt. Mach's zu. Oh, die sind sechs drin. Stehen hier so viele in Dingens? Oder stehen jetzt noch drei? Okay. Gut. So, ja, dann lass die erstmal alle so fahren. Der Zug fährt natürlich jetzt nur mit drei Passagieren, ist klar. Wie viele stehen denn hier? Fünf. Aber die wollen über Erlangen zwei Hafen. Okay, sehr interessant. Aber hier, naja, wenn wir treffen, ne? Ist das hier so, dass wir hier Fahrzeugdetails ausmustern machen? Weil ich glaube nicht, dass wir den noch brauchen, wenn wir das mit der orthodoxen Kirche haben. Und, nee, Fahrzeugdetails ausmustern machen wir da auch, wenn der leer ist. Ich glaube, zwei Kutschen sind wahrscheinlich schon zu viel. Aber zwei wollte ich jetzt drauf lassen. Erlangen-Zweighafen ist dann da hinten, ne? Ja, das ist wohl dann hier. Ja, die lange Strecke. Gut, ja, da können wir da gerade nichts machen. Wir hoffen, dass jetzt generieren, dass hier Fahrgäste generiert werden, die dann nach Lippstadt wollen. Über Schwandorf-Zweighafen. Lüneburg, zwei Brücken, okay. Ah ja, wir fahren hier auch mit dem Zug schon lang, ne? Also der bringt jetzt gerade welche, ne? Da wollen welche nach Lippstadt wahrscheinlich hin, ne? Oder? Nee, noch nicht mal. Willensdorf und nach Erlangen. Keiner will dort nach Lippstadt. Das ist ganz schlecht, ne? Das ist ganz schlecht. Der bimmelt gerade gut. Wie sieht es denn hier unten aus? Stehen da welche? Ja, über Schwandorf Rathaus, das sieht noch gut aus. Und hier Mergetheim, die müssen abgeholt werden, ja, mit dem Zug. Und er hat noch fünf dabei. Und der Zug ist da und kommt mit Gästen oder nicht? Ja, oh, 48. Da wollen hoffentlich welche auch mal nach Lippstadt, oder? Ja, da unten sind doch tatsächlich drei, die nach Lippstadt wollen. So, passt es erstmal. Ja, wahrscheinlich ist das hier unten unser Minusgeschäft, dass hier immer rübergefahren wird, wie doof, ne? Spandorf, Waldhafen. Okay, hier stehen jetzt aber tatsächlich einige. Da fährt er doch einiges mal rüber, um das zu machen, ne? Ne, die fahren weg, alle. Alle fahren weg. Na, das heißt, er fährt jetzt hier leer durch die Gegend, ne? Vielleicht sollten wir hier mal... Warten auf Mindestbeladung? Ne, feste Abfahrtzeiten wären vielleicht interessant, ne? Fährt er dann einmal am Tag? Fährt dann einmal am Tag? Oder voll wäre cool, ne? Aber das weiß ich nicht, ob er das macht. Machen wir gerade schneller. Der fährt die ganze Zeit, oder? Braucht der länger wie einen Tag da? Wahrscheinlich, ne? Oh, das ist zu lang. Zweimal am Tag machen wir jetzt. Und wo soll er sein? Da unten. Das heißt, er müsste jetzt mal stehen bleiben, oder? Naja, fährt immer noch weiter. Fährt er drei Tage darüber? Ist das so? So bleibt er jetzt stehen.
Naja, fährt immer noch. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt funktioniert. Abfahrten pro Monat, eine. So, das muss ja eigentlich hier so sein, ne? Wenn ich jetzt 10 mache, dann würde es ja ungefähr alle 3 Tage dann bedeuten, oder? So, jetzt mal gucken. Jetzt bleibt er auch tatsächlich stehen. Aber alle 3 Tage ist doof. Das wären 2 Tage. Ich weiß nicht, wie... Mach mal 30 hier, das ist jeden Tag einmal fahren. Muss ich vielleicht einmal rüber und dann, damit das wieder funktioniert, könnte sein, ne? So bleibt er stehen oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage bei 30. Er bleibt stehen. Ist da jetzt was passiert? Jetzt fährt er wieder. Keine Ahnung, was ich da gerade geklickt habe. So, jetzt ist interessant zu sehen, ob er gleich voll ist. Jetzt hat er 4 stehen gelassen, ne? Aber da sind jetzt keine eingestiegen, dann fährt er auch nicht. Jetzt holt er die anderen 4, passt, und es sind keine neuen da. Ja, ich denke, wir machen das mal so. Mit den 30, das ist vielleicht erstmal nicht verkehrt beim Hafen, beim Dingens da. Und lass uns das hier oben mal gerade checken. Interessant wäre jetzt nur zu wissen, wenn voll, ob er dann auch so fährt, ne? Oder ob er dann nochmal fährt, weil er sagt, okay, da sind welche übergeblieben, aber wahrscheinlich nicht. Hier ist der Fahrplan mit nix unterwegs. Schwanendorf, 2 Hafen ist hier oben. Mindestbeladung machen wir nicht. Wartezeit. Abwarten. Okay, machen wir schnell auf 30. Er kommt jetzt hier an. Entlädt und lädt und hat nur 6, aber fährt sofort wieder. War das jetzt hier, weil wir es nicht umgesetzt haben vielleicht? Weiß ich nicht. Lass ihn mal rüberfahren. Also er hier ist klar. Ist die Frage, ob der da stehen bleibt oder nicht. Ja, er bleibt stehen. Aber nicht so lange. Aber er bleibt auf jeden Fall stehen. So, oben blieb er immer stehen, oder wie war das? Wie viele stehen da jetzt? 7 Passagiere, okay. Die 7 sind an Bord und er wartet. Er wartet aber nicht lange. Von da unten kommt niemand, von oben kommen welche. Ist die Frage, 9 sind's, okay. Aber kommt mir so vor, als wenn der Zug einmal kommt, kommt auch das Schiff einmal, oder? Ähnlich, ne? Jetzt müsste der Zug kommen, macht er auch. Diesmal hat er nichts dabei. Jetzt ist da unten was angekommen, ne? Da kreuzt jetzt ein Schiff, was dann endlich geschafft hat, da hochzukommen, oder wie ist das?
Also das würde ich sagen, können wir erstmal hier so lassen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Der wartet ein bisschen, nicht allzu lange, aber dafür fährt er nicht zu oft. Und ja, es sind ja nicht genug da momentan. Hier unten war jetzt ein Zug, der hat auch 16er gerade gebracht. Das heißt, der fährt dann da auch weg. Dann ist auch erstmal da gut. So, hier sind 21. Wie viel wollen denn nach oben? Nach Friedrichsdorf Hafen. Auengrund will niemand hin, ne? Ne, Zweighafen. Friedrichsdorf war auch da unten, das heißt auch nicht hier. Wir stehen hier. Wilnsdorf Hafen, das ist hochfahren. Das heißt, diese Kutsche hier oder diese Kutschen hier. Ja, da müsste man erstmal gucken, ob zwei überhaupt nötig sind. Beide leer, das bedeutet, dem muss dann einer aus. Da reicht einer fahren, denke ich. Zurzeit auf jeden Fall, ne? Und wenn er da mal welche bringen würde, was er gar nicht tut. Oder er hier. Oder er hier. Also ich glaube, da können wir Lippstadt, Schwandorf. Ich fahre alle hier hin und her, ne? Das bedeutet, ich muster den auf jeden Fall mal aus. Ich glaube, selbst den können wir erst noch ausmustern. Da reicht einer, ne? Die ist ja immer noch nicht voll. Das hat sich ja alles hier so ein bisschen verändert. Hier sitzt keiner drinne. Lippstadt Rathaus und die anderen wollen nach Erlangen, also nach da hinten. Hier steht niemand. Läuft hier gerade ein bisschen schlecht, ne? Hier die beiden Kutschen hier haben wahrscheinlich auch nichts. Da ist auf jeden Fall keiner drinne. Da ist auch niemand drinne. Komm hier, zack. Sieht so aus, als ob das ausgemustert werden kann, ne? Da passiert sowieso nichts gerade. Ich glaube, das ist hier das Schiff, was ich nachgekauft habe, was nach Erlangen fährt, ne? Oder? Ne, könnte auch noch ein anderes sein. Ach nee, das ist Wilnsdorf. Wilnsdorf ist gar nicht da oben. Das Winenden war das da ja. Ich dachte, das wäre da hinten Wilnsdorf gewesen. Ist es aber gar nicht. Das ist jetzt hier einer, der von hier kommt, ne? Hier sind 20 Passagiere. Wilnsdorf Rathaus. Da muss es eine Kutsche für geben. Die ist aber gerade weggefahren. Aber hier sind zwei Kutschen drauf. Die wollen zur Burg. Ja, würde ich erstmal so lassen. Was ist hier mit denen? Okay, sind welche drinne? Okay, sind auch welche drinne. Ist ja schon fast zu überlegen, ob man hier zur Burg noch eine Dingens macht, ne? Da warten schon sechs. Hier noch einen Zug baut. Aber das machen wir in der nächsten Folge hier, Wilnsdorf. Ich denke, das werden wir mit einem Zug erschließen. Hier oben zum Hafen, weiß ich nicht. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob sich da was rentiert momentan. Der ist leer. Und hier stehen jetzt gerade noch vier. Ne, da stehen 20. Aber ja, die werden dann, na, weiß ich noch nicht, wie wir das mit dem Zug machen. Das überlegen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.